Wenn du ganz am Anfang stehst und dir Gedanken darüber machst, für welche Art von Investmentstrategie sollst du dich entscheiden? Möchtest du eher ins Trading gehen? Möchtest du eher Value Investing machen? Möchtest du eher auf die Immobilienseite gehen oder möchtest du gegebenenfalls einen Total Return Ansatz verfolgen? Egal was du tun willst, wichtig ist, es gibt 4 zentrale Säulen von Investments. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn das ist etwas, das bildet das Fundament deiner finanziellen Ausbildung, wenn du dich mit dem Thema finanzielle Themen, finanzielle Intelligenz auseinandersetzen möchtest. Und lass uns mit dem ersten Thema beginnen. Doch halt, bevor wir damit beginnen, kleiner Hinweis von mir, abonniere diesen Kanal, denn du wirst über das, was wir jetzt sprechen, hinaus noch unglaublich viel weiteren Input zum Thema Investing bekommen, aber eben auch zum Thema Business, weil Business ist die Grundlage für Einkommen, mit dem du überhaupt Investing tätigen kannst. Und wir sprechen über Attitude. Attitude ist etwas, was alle Entscheidungen beeinflusst, egal ob du sie im Business, im Finance oder eben auch in anderen Lebensbereichen treffen möchtest. Also abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, so verpasst du kein Video mehr. Und jetzt lass uns loslegen mit den 4 Säulen für finanziellen Investmenterfolg. Wir beginnen mit Säule Nummer 1 und das ist das Thema Value, also Wert. Was ist ein Investment wert? Und hier unterscheide ich jetzt für dich mal exemplarisch an 2 Beispielen. Nehmen wir an, du möchtest dich beim Thema Unternehmensbeteiligungen mit Investments beschäftigen. Dann bedeutet das, du kaufst Anteile an einem Unternehmen. In der Regel machen das Menschen über die Börse, denn sie kaufen da Aktien, weil das der einfachste Weg ist, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Und der Wert eines Unternehmens besteht ja nicht nur daraus, wie die meisten denken, aus einem Börsenkurs multipliziert mit der Anzahl aller Aktien, die das Unternehmen hat, sondern der Wert eines Unternehmens ist etwas völlig anderes. Der Wert eines Unternehmens liegt darin begründet, ob das Unternehmen wirtschaftlich solide arbeitet, ob das Unternehmen Umsätze generiert und zwar in steigender Art und Weise, ob das Unternehmen Gewinnwachstum produziert und wie das Unternehmen beispielsweise den Aktionär, nämlich dich als künftig Beteiligten an einem Unternehmen, an diesen Gewinnen beteiligt in Form von sogenannten Dividenden. Und darüber hinaus ist es natürlich erforderlich, dass du verstehst, wie wird dieses Unternehmen denn geführt? Wird es solide geführt? Ist das Management verlässlich? Hält sich das Management an die eigenen Prognosen? Also werden die eigenen prognostizierten Unternehmensziele erreicht? Expandiert das Unternehmen zum großen Teil aus Fremdkapitalaufnahme? Also ist der Verschuldungsgrad des Unternehmens hoch? Oder kann das Unternehmen aus Eigenkapitalreserven eine mögliche Expansion oder Weiterentwicklung schultern? Wie viel investiert ein Unternehmen in Forschung und Entwicklung? All diese ganzen Dinge sagen etwas darüber aus, wie wertvoll ist das Unternehmen, also welchen Wert besitzt es? Und das macht schon mal eine ganze Menge aus in Bezug auf, hat das Unternehmen dein Kapital verdient? Ein anderes Beispiel ist das Thema Immobilie. Wenn du dir eine Immobilie kaufst, dann möchtest du ja definitiv keinen Fehlkauf leisten. Denn anders als bei Aktien, die relativ schnell mal im Wert eine Entwicklung hinlegen können, ist es bei Immobilien eher ein bisschen langwieriger. Und wenn du auf das falsche Pferd setzt bei Immobilien, dann kann es sein, du investierst heute in ein Immobilienprojekt und morgen ist dieses Immobilienprojekt nicht mehr so viel wert wie heute, weil eine Immobilienblase platzt. Und wenn das passiert, dann hast du im Nachhinein das große Problem, dass du diese Immobilie nicht einfach mal schnell wieder veräußerst. Und der Immobilienmarkt ist in der Regel viel, viel träger als der Markt für Aktien oder Unternehmensbeteiligungen. Also ist es extrem wichtig, dass du auch beim Thema Wert von Immobilien genau hinschaust. Wie alt ist das Gebäude? Was für eine Infrastruktur herrscht rund um das Gebäude? Also Immobilienexperten sprechen davon Lage, Lage, Lage. Also wo hast du diese Immobilie gefunden?
Wie stark wächst die Infrastruktur um dieses Gebäude oder um diesen Standort herum? Ist diese Immobilie alt oder braucht sie einen hohen Aufwand an Sanierungsmaßnahmen? All diese ganzen Dinge spielen eine hohe Rolle, um zu ermitteln, welches Kapital bist du bereit, in diese Immobilie zu investieren und darüber hinaus gegebenenfalls in die Aufwertung einer Immobilie, damit sie sich nachher für dich als werthaltiges Investment auch ertragreich zeigen kann. Deswegen, Value, der Wert eines Investments, ist eine der tragenden Säulen Nummer 1. Zweite Säule. Ich bezeichne das gern als Mixed Assets, also als gemischtes Werteportfolio. Und wir reden hier nicht über Diversifikation. Du kennst vielleicht das Zitat von Warren Buffett, der mal sagte, Diversifikation ist etwas für die, die nicht wissen, was sie tun. Was er damit meint, ist in der Regel die Diversifikation auf verschiedenste Märkte dieser Welt, unglaublich viele Einzeltitel, damit du gefühlt ein möglichst ausgewogenes Portfolio hast. Das ist übrigens etwas, und das sage ich jetzt mal ohne falsche Bescheidenheit, beziehungsweise ich möchte da niemanden diffamieren, aber es fühlt sich zumindest genauso an. Das ist das, wonach Fondsmanager entscheiden. Und wonach die deutsche Gesetzgebung Investmentfonds reglementiert hat. Es gibt Investoren auf dieser Welt, die haben mit 3 einzelnen Aktien Milliarden Vermögen aufgebaut. Wenn du dir einen deutschen Investmentfonds anschaust oder prinzipiell weltweit Investmentfonds anschaust, dann siehst du, dass Investmentfonds bestimmten Regularien unterliegen. Und das bedeutet beispielsweise, dass der Anteil einer einzigen Aktie in einem Investmentfonds eine bestimmte prozentuale Größenordnung nicht überschreiten darf. Selbst dann nicht, wenn dieses Unternehmen durch irgendeinen Impuls plötzlich dramatisch an Wert gewinnt, darfst du als Fondsmanager diesen Wert des Unternehmens nicht einfach laufen lassen, wenn du damit das prozentuale Maximalgefüge in diesem Fonds durcheinander bringst. Beispiel, wenn eine Aktie maximal 5% an Gesamtvermögen eines Investmentfonds ausmachen darf und sie hat jetzt plötzlich eine extreme Wertsteigerung und ihr Anteil würde damit theoretisch auf 7, 8, 9% steigen, weil sie so dramatisch stark wächst, dann muss der Fondsmanager diesen Wert begrenzen. Er muss die Kursgewinne mitnehmen, bevor sie völlig ausgelaufen sind, weil am Ende ansonsten die Regularien nicht eingehalten werden. Und das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung, wenn du dir überlegst, dass es bestimmte Aktien gibt, die definitiv einen guten Run haben. So ähnlich ist das mit verschiedenen Branchen, aber eben auch mit verschiedenen Einzelwerten. Und insofern ist Diversifikation alleine schon aus gesetzgeberischer Sicht in Investmentfonds etwas, was immer stattfindet. Ganz, ganz viele Einzelwerte findest du in Investmentfonds, weil es nicht so sein soll, sondern weil es so sein muss. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt von Mixed Assets spreche, dann spreche ich davon, dass du dir aus Mixed Assets, also aus unterschiedlichen Vermögenswerten, natürlich entsprechende Einkommensströme organisierst. Die richtig reichen Menschen dieser Welt, die absolute Top-Vermögenselite, bezieht ca. 70% ihres Einkommens aus Einkommensströmen in Form von Erträgen aus ihrem Vermögen. Und nur ca. 30% des Einkommens erzielen sie aus unternehmerischer Aktivität, weil ihnen irgendein Unternehmen gehört, was du auch noch, wenn du so willst, als Vermögenswert bezeichnen könntest. Also insofern musst du dir die Frage stellen, wo investierst du, in welche Branche, in welchen Markt, in welche Assets, Vermögenswerte, damit du dir unterschiedlichste Einkommensströme aufbauen kannst. Und das bedeutet, du musst dich mit Vermögenswerten auseinandersetzen. Du musst dich mit unterschiedlichen Assets auseinandersetzen. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, da hast du einerseits die Aktie als Unternehmensbeteiligung. Sie ist in der Lage, dir Dividenden auszuschütten, wenn du ein geeignetes Portfolio dafür zusammenstellst. Nämlich aus Werten, die überwiegend Dividenden ausschütten, das über viele Jahre hinweg stabil bewiesen haben und auch aus deiner Bewertung der Immobilien, der Aktien, sind wir beim Thema Value, möglichst viele Jahre in die Zukunft dieses Niveau halten werden und können. Ein weiteres Thema, da sind wir wieder beim Thema Immobilie. Woraus erwirtschaften Immobilien ihre
Ströme, ihre Einkommensströme natürlich aus der Vermietung. Also, wenn du dich für ein Immobilienportfolio nebenher entscheidest, dann wirst du definitiv auch aus dieser Quelle genügend Erträge generieren. Ich möchte dir ein Beispiel bringen, was du vielleicht schon weißt, vielleicht aber auch nicht. Die meisten Menschen kennen Donald Trump, bevor er Präsident der Vereinigten Staaten wurde, als sogenannten Immobilienmogul, als Hotelbesitzer, als Golfclubbesitzer. Alle Welt hat Donald Trump ausschließlich mit Immobilien in Verbindung gebracht. Vor einigen Jahren hat Donald Trump seine Vermögensbilanz veröffentlicht, nicht seine Steuererklärung, das macht er nach wie vor nicht, aber er hat seine Vermögensbilanz veröffentlicht. Und du kannst, wenn du sie dir anschaust, sehr gut erkennen, dass Donald Trump ungefähr 60% seines gesamten Vermögens tatsächlich in Immobilien hat, aber die anderen 40% hat er in einem gut ausgewählten Aktienportfolio. Denn Donald Trump ist auch nicht blöd. Er weiß ganz genau, dass verschiedene Einkommensströme eine ganz andere Form der Stabilität in ein Gesamtportfolio bringen. Darüber hinaus ist es natürlich eine Frage dessen, wie du die Steuergesetzgebung nutzt, um Einkünfte aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Vermögenswerten auch steuerlich sinnvoll so zusammenzuführen, dass du maximalen Wert davon mitnehmen kannst. Auch das ist eine grundlegende Entscheidung. Darüber hinaus kannst du natürlich überlegen, ob es noch weitere verschiedene Arten von Einkommensströmen aus anderen Vermögenswerten geben kann. Das macht man in der Regel dann eher, wenn man so viel Kapital hat, dass die ersten beiden, nämlich Aktien und Immobilien, schon mal alleine ausreichend sind, um dir genügend Wachstum und Einkünfte zu generieren. Darüber hinaus gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass du dich in irgendwelchen Waldplantagen investierst, weil Wald als nachwachsender Rohstoff definitiv ein großartiges Investment ist, wenn du die richtige Location hast, wenn du die richtigen Abnehmer hast, wenn also die gesamte Struktur der Verwertung von diesem Wald entsprechend organisiert ist. Darüber hinaus kannst du dich an Rinderzuchtanlagen beteiligen in Südamerika oder wo auch immer, Eukalyptusplantagen und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie du Wertschöpfung generieren kannst, die verschiedene Einkommensarten für dich möglich machen. Also Mixed Assets ist das zweite Standbein. Dritte Säule, Qualität. Die Qualität deines Investments ist entscheidend dafür, wie erfolgreich du mit deinem Investment unterwegs bist. Und ich mache jetzt mal eine andere Investmentkategorie für dich auf. Beispielsweise, wenn du schon gut in Immobilien und in Aktien investiert bist, dann hast du vielleicht Interesse daran, dich an Startup-Unternehmen zu beteiligen. Und das kannst du entweder, indem du echtes eigenes Kapital in ein einzelnes Unternehmen investierst, und zwar als alleiniger Investor. Das setzt allerdings voraus, dass du schon genügend Kapital hast. Oder du kannst dich beispielsweise über sogenannte Crowd-Investing-Plattformen an Business-Ideen von Startup-Unternehmen beteiligen. Und hier geht es um das Thema Qualität. Also erstens, wie ist das Verhältnis von Chancen und Risiken? In Englisch sagt man dazu Opportunities and Risks. Das heißt, wie steht dieses Verhältnis für dich? Wie stellt es sich dar? Weil natürlich musst du entscheiden, ob, wenn du Kapital in diese Idee, in dieses Unternehmen investierst, auch die Rückzahlung deines Kapitals beziehungsweise die Möglichkeit, Erträge daraus zu generieren, tatsächlich tragfähig ist und solide hergeleitet wurde. Wenn die Risiken die Chancen überwiegen, ist das nicht so ein tolles Investment. Wenn die Chancen und Risiken ungefähr gleich auf sind, dann hast du gegebenenfalls ein Gefühl, was dir sagt, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Allerdings sollte es eher so sein, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Das ist ein wichtiges Thema. Natürlich musst du dir auch Gedanken darüber machen, wie gut ist diese Idee durchdacht, über die wir hier sprechen, die hier finanziert werden soll? Ist diese Grundidee solide entwickelt worden oder ist das zunächst erstmal nur eine erste Idee, ein erster Ansatz, der noch nicht ausgereift ist und wo noch ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt werden muss, um diese Idee auch zu einem brauchbaren Businessmodell zu entwickeln? Also hier geht es unbedingt darum, dass du die Qualität dessen, in was du investierst, ermittelst.
Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, über was für einen Zeitraum dieses Investment den Erfolg, der prognostiziert ist, erwirtschaften kann. Da gehört ein Businessplan dazu, der dir mitteilt, okay, wie ist meinetwegen die Cashflow-Planung, wie ist die Liquiditätsplanung angedacht, wie wird sich das Kapital verhalten, wie wird sich weiteres Investment ins Unternehmen sozusagen generieren lassen über weitere Gesellschaften oder über Bankdarlehen oder über Förderprogramme, was auch immer dazu gehört. Die Finanzplanung gibt dir einen großen Aufschluss darüber, ob dieses Unternehmen von der gesamten Finanzierungsstruktur her solide arbeitet oder ob es Löcher stopft. Also auch das ist ein wichtiges, elementares Thema. Und natürlich, wie stehen die Gründer dazu? Wie stehen die Unternehmer dazu? Haben sie eigenes Kapital investiert? Holen sie sich alles nur von Investoren? Wie groß ist deren Bereitschaft, auch persönliche Risiken in Kauf zu nehmen, um diese Idee nicht nur zu einer Marktreife zu führen, sondern sie im Markt auch wirklich zu platzieren? Auch das ist extrem wichtig. Die Qualität, das Thema Value, hängt natürlich unmittelbar zusammen. Also du kannst kein Value haben ohne Qualität und umgekehrt. Und deswegen ist das natürlich schon sehr wichtig, auch zu verstehen, dass diese Säulen nicht eins zu eins nur losgelöst voneinander funktionieren, sondern sie funktionieren miteinander. Also schau dir genau an, welche Qualität hat das Investment, in das du investieren willst, hat es dein Kapital verdient. Vierte und letzte Säule ist das Thema Zeit. Und Zeit ist der alle anderen Bausteine oder Bestandteile oder Säulen umschließende Faktor. Denn natürlich zeigt die Zeit sowohl in deinem analytischen Forecast, das heißt also, wie siehst du die Entwicklung deines Investments in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder Jahrzehnten? Wie siehst du die Wachstumsdynamik? Wie siehst du die Ertragsdynamik? Wie siehst du den potenziellen Gewinn? All das sind Dinge, die du mit dem Faktor Zeit für dich natürlich in diese Gesamtbewertung einfließen lassen musst. Denn es macht natürlich auch einen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben triffst du eine Investmententscheidung. Triffst du sie mit 30? Dann hast du wahrscheinlich unter normalen Bedingungen noch lange Zeit, die dieses Investment für dich arbeiten kann. Oder triffst du diese Entscheidung mit 50, wo du sicherlich auch noch viel Zeit hast, aber wo du wahrscheinlich relativ wenig Zeit für einen zweiten Versuch hast. Also insofern macht es einen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt du dich mit deinem Investment beschäftigst und vor allen Dingen, wie viel Zeit du diesem Investment planerisch gibst, damit es für dich natürlich auch die Erträge erwirtschaften kann, die von dir gewünscht sind. Gewünscht im Sinne von, ja, ich möchte schon prognostizieren können, mit welchem Ergebniswachstum pro Jahr ich auch Reinvestitionsmaßnahmen vornehmen kann. Denn das, was es natürlich spannend macht in einem Unternehmen, ist die sogenannte Reinvestition aus der Substanz. Und das heißt, eine Aktie erwirtschaftet eine Dividende. Du willst diese Dividende nicht verbrauchen, sondern du willst das Kapital nehmen, um sie entweder in dasselbe Unternehmen zu investieren oder um dieses Kapital in ein anderes Unternehmen zu investieren, was du vielleicht auch schon seit längerem auf der Watchlist hast und was gerade ein Preisniveau hat, wo du bereit bist einzukaufen. Mach dir darüber natürlich auch Gedanken. Zeit ist der entscheidende und kritischste Faktor dabei, denn das entscheidet darüber, mit welcher Dynamik entwickelt sich dein Portfolio in den unterschiedlichsten Mixed-Arten, mit den unterschiedlichsten Asset-Klassen und was hast du beziehungsweise geplant auch die nächste Generation davon. Das waren die vier zentralen Säulen eines Investments, einer Investmententscheidung. Und ich wünsche mir für dich, dass alle Investmententscheidungen, die du triffst, gut überlegt sind, dass du dir ausreichend Zeit genommen hast, um diese Investments auf Herz und Nieren zu prüfen und dass du, wenn du dir unsicher bist, natürlich auch den Rat eines Profis einholst, damit du keine Fehler machst. Fehler können wir alle machen, aber es gibt natürlich die Fehler, die wir machen und daraus lernen und es gibt Fehler, die sind vermeidbar, weil sie andere Menschen vor dir gemacht haben. Und deswegen, wenn du unsicher bist, frag jemanden, der sich damit auskennt und in diesem Sinne dir jetzt beim Ausprobieren, beim Analysieren viel Erfolg und viel Spaß. Du weißt, abonniere diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.